Ja, ein Tag, der eigentlich zum Feiern da sein sollte, Herr Olshausen. So ist es dann nicht gekommen, nicht so wirklich zumindest. Wenn man mal zurückschaut, 70 Jahre NATO, wie hat sich denn da eigentlich die Schlüsselrolle des Bündnisses verändert? Wir haben eben Jens Stoltenberg gehört, der gesagt hat, wir sind nach wie vor leistungsfähig und wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Wir wollen Kriege verhindern, wir wollen für Frieden sorgen. Also eigentlich wie eh und je, oder? Also der Artikel 5, der immer wieder zitiert wird, ist wie eh und je. Er war zwischendurch in den Hintergrund getreten, weil plötzlich Krisenbewältigung ab 1990, 91 in den Vordergrund trat und man ja keine Notwendigkeiten einer unmittelbaren konventionellen Kriegführung in Europa zu sehen glaubte. Das hat sich als Irrtum erwiesen, daran arbeitet man. Das Zweite ist, dass man natürlich den Blick auf die Krisenbewältigung nicht vergessen darf. Alle, die EU und die NATO, reden von 360 Grad Aufmerksamkeit. Und das bedeutet natürlich, dass man nicht nur in der Krisenbewältigung präventiv, wenn man das denn weiß, wo denn die Krisen sich entwickeln, mit Ertüchtigung und Hilfe sich einbringen kann, sondern dass man denn, wenn die Krise auch da ist, weiß, welchen Beitrag man zur Bewältigung leisten kann. Und da können dann schon mögliche militärische Mittel in der einen oder anderen Stelle eine Rolle spielen, die über Ertüchtigung und Ausbildungsmissionen hinausgehen. Das Positive ist, wenn die Allianz die militärischen Mittel für ihre kollektive Verteidigung hergestellt hat, dann sind diese Mittel natürlich vorhanden. Und dann ist es die Frage des politischen Beurteilens und der politischen Einigkeit, wann man und wo man in einer Krise wirklich tätig wird. Und die NATO hat nach dem 11. September 2001 in dieser Artikel 5 Entscheidung auch entschieden, dass man eingreifen wird, wo und wann gefordert. Das heißt, alles, was damals diskutiert wurde, nicht out of area zu arbeiten, war hinfällig. Und seither hat das keiner zurückgenommen, auch wenn es keiner, sage ich mal, sehr intensiv ausgelegt hat und nun überall auf der Welt eintreten wird. Aber die Offenheit, für die eigenen Interessen einzutreten und Krisenbewältigung nicht nur am Rande der Peripherie sozusagen sich anzugucken, das ist eigentlich bei allen die gültige Einschätzung. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass das, was Jens Stoltenberg vorhin in der Pressekonferenz sagte, nämlich Frieden lässt sich nicht unbedingt auf dem Schlachtfeld erzielen, dann ein Vorsatz ist, der sich nicht unbedingt halten lassen wird. Also wenn der Friede außerhalb des Schlachtfelds möglich ist, ist es ja gut. Und die Friedensverhandlungen werden nach jedem Krieg nicht auf dem Schlachtfeld stattfinden. Da findet vielleicht entweder eine Kapitulation statt. Das wird in den heutigen Lagen eher unwahrscheinlich sein, dass es so ist. Aber dann wird man sicherlich sich zusammensetzen müssen. Immer unter dem Gesichtspunkt, dass alle Beteiligten am Kriege entweder die Unwahrscheinlichkeit ihres eigenen Erfolgs nicht mehr sehen oder für die Mehrzahl der Beteiligten die Kosten für das, was sie da tun, zu hoch sind. Und das sehen wir ja an mehreren Krisen, wie sich das entwickelt. Und ich bin überzeugt, dass zum Beispiel der langanhaltende Krieg im Jemen möglicherweise durch Erschöpfung der Teilnehmer, insbesondere im Lande selber, in eine Phase kommen kann, wo wirklich Mediation, Vermittlung, politische Tätigkeiten wieder möglich werden.